Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist in Thüringen wieder mal relativ kalt und wir stehen jetzt genau vor der Untertageverlagerung Steinburg 2. Im Hintergrund kann man die Eingänge erkennen. Dort befinden sich die beiden Eingänge. Wir waren natürlich schon in der Stollenanlage drin, haben uns die angeschaut und ihr könnt es in meinem Video schauen, wie es da drin aussieht. Es ist sehr, sehr interessant. Ihr verpasst sehr viel. Bitte schaut mein Video bis ganz zum Schluss. Es ist diesmal relativ spannend. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video hier aus der Untertageverlagerung Steinburg 2, hier in Unterlockwitz. Wir sind jetzt hier in Unterlockwitz. Und befinden uns in der Untertageverlagerung Steinburg 2. Ihr hört es wahrscheinlich schon am Geräusch. Wir haben heute die Watthose an. Also die Technik, muss ich sagen, oder einige Wasserrohre sehen jetzt noch nicht so alt aus. So, wir wollen das mal einen Blick in die Richtung werfen. Also, wir sind in Unterlockwitz im schönen Thüringer Wald. Ihr könnt es wahrscheinlich hören, wir sind hier unter Lockwitz Bahnhof bei der Schieferfabrik, die es gibt. Und wir gehen jetzt hier rein. Hier befindet sich die Untertageverlagerung Steinbock. Oder andere wird diese Stollenanlage von euch schon kennen. Ich befahre sie heute hier das erste Mal und wir kommen jetzt gleich zu einem Kompressorraum. Hier ist die Kompressorstation. So, wir sind natürlich hier am Bahnhof draußen in Unterlockwitz, da wo die Verladestation ist. Und wir haben draußen ein Auto gehört vor der Tür. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die hier so ohne weiteres reinkommen. Ich glaube, dass hier die zwei Gruben getrennt werden. So, wir wollen natürlich noch mal in die andere Sohle schauen. Wir wollen jetzt mal kurz hier rein. Wir müssen auch die Lokomotiven
man noch die Unterlagen erkennen. Auch wieder eine Werkstatt. Oh, ich liebe das. Hier kann man sogar die Sprengmittel, die Bestände sich anschauen. Coole Sache. Und noch ein schönes altes Telefon. Oh, ich liebe es, wenn es so motrig ist. Das hat so richtig was von Stollen. Was auch immer das da ist. Was elektrisches Telefonzentrale. So, vielleicht habt ihr es im Video klacken gehört. Wir haben da so einen Sensor ausgelöst. Wenn man mit Watthose geht, ist das doch schon sehr, sehr angenehm und unangenehm, weil man schwitzt. Die Füße können nicht atmen. Wir gehen praktisch wieder in den Abschnitt der Untertageverlagerung Pirai. Wir wieder an diese großen Gleisen an. Hier rauscht irgendwo das Wasser. Da fließt noch Wasser. Also auch hier, da wird das noch genutzt als Wasserleitung. Zum Glück haben wir heute unsere Gummistiefel an. Das ist interessant. Wir sind, wie gesagt, in der Untertageverlagerung Steinbock 2. Da hängt sogar noch der Feuerlöscher. Ich glaube, das sind die grünen Türen. Wer von meinen Freunden kann mir sagen, was hier drinnen los war? Ach, zum Glück haben wir heute unsere Hose an. Ich vermute, dass es hier um einen Sprengmittelrahmen handelt.
Jetzt schauen wir uns mal an, warum dieser Streckenabschnitt gesperrt worden ist oder gesperrt worden sein sollte. Wir sind immer noch in der Untertageverlagerung Steinbock 2 hier in Unterlockwitz. Hier ist ein großes Prepperverhau. Also hier sind nicht fertige Stollen. Und auch die Bewetterungsrohre sind heruntergerissen. Hier diese Schwellen sind eigentlich noch recht gut erhalten. Also ich muss sagen, mit der Watthose zu gehen, ist echt schwer. So, wir gehen jetzt wieder weiter nach rechts. Mal schauen, hier hat einer eine Rose hingegangen. Mal schauen, wo es hier hingeht. Hier zu einer Tür. Steht sogar ein Scheinwerfer. Ah, hier geht es eine Sohle weiter tiefer. Ist sogar ein Seil dran, also aber ich gehe ja nicht runter. Interessant. Wir sind praktisch wieder an so einer Art Bremsberg gelandet. Allerdings oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Müssen wir wahrscheinlich aufpassen, dass wir nicht runterrutschen. Fahrung. Jetzt sind wir in einem anderen Streckenabschnitt. Müssen wir mal schauen. Wir schauen mal hier lang. Also man hat überall Pfeile dran gemacht, dass man den Ausgang findet. Wir waren ja schon mal hier gewesen, in dieser Schiefergrube, und konnten da aber leider nicht alles sehen. Eigentlich müssten wir dann irgendwann wieder vorne in Unterlockwitz in Richtung Bahnhof rauskommen. Kompressorraum. Hier sind wir auch wieder
in einer Werkstatt.